Ich bin Gregorius III., Patriarch der griechisch-katholischen Melkiten. Mein Titel ist Patriarch von Antiochien. Antiochien im ganzen Orient, das heißt ganz nach Osten. Und dazu Patriarch von Alexandrien, ganz Afrika. Und Jerusalem, die heilige Stadt Jerusalem. Meine Jurisdiktion ist über alle Melkiten, Griechen, Katholiken der Welt, sowohl im Nahen Osten wie auch in den Immigrationsländern, teilweise in Europa, aber sehr viele in Nord-, Südamerika und Australien. Dass die Investitur, das heißt, man wird vom Knappen zum Ritter, also faktisch eine Beförderung innerhalb des Ordens. Es wird erstmal ein Gottesdienst abgehalten, und zwar diesmal im byzantinischen Ritus. Deswegen, weil heute der Patriarch von Antiochia, Jerusalem, dabei ist, der unser geistiger Protektor ist. Das heißt, er ist das spirituelle Oberhaupt unseres Ordens. Ich bin der Protektor der Templer. Und in meiner Eigenschaft als Patron, geistlicher Protektor, sagen wir auch mehr, bin ich immer wieder eingeladen zu den Investituren. Ich komme, wenn ich kommen kann, mit Freude, weil das sind Menschen, die so schön motiviert sind, einander zu leben, miteinander wie eine Familie. Und dazu sind sie engagiert für die Hilfe der Menschen, speziell der Christen im Nahen Osten. Und sie helfen nicht nur die Christen im Nahen Osten, sie haben verschiedene Programme, sowohl im Land wie auch im Ausland, in Osteuropa oder in Afrika oder woanders. Und Segne deine Liebe, die 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 Liebe, die
Einmal sind sie alle eigentlich religiös und sie sind sehr offen zueinander. Sicher, Ritter ist für die katholische Kirche nur bestimmte Gruppen, also sie sind nicht so direkt anerkannt von der katholischen Kirche als Ritter, aber sie sind anerkannt als Gemeinschaft, die miteinander versuchen zu helfen, zu lieben. Und da ist die Lage oder die Stellung dieser Tempelorden wirklich sehr wichtig für uns und wir sind froh, dass es so viele Gruppen in der Richtung haben. Und ich habe wirklich auch sehr im Herzen, dass die Leute zueinander stehen wie eine Familie. Die kommen aus Deutschland, aus Frankreich, aus Belgien, aus Italien, aus Polen und sie bilden eine Familie. Und diese Geist der Familie ist für mich sehr wichtig, weil heutzutage die Menschen brauchen eine Familie, brauchen eine Gesellschaft, brauchen ein Zusammensein. Das fehlt heute. Die Verbindung trotz Medien ist die Verbindung zu den Menschen immer geringer. Und hier sehe ich das Gegenteil, dass die Menschen so einen Bezug zueinander haben, eine innere Freundschaft zueinander haben. Und das habe ich gerne. Ich möchte gerne auch zu Hause das ermöglichen, dass mehr Menschen zueinander gehören und miteinander da sein und füreinander da sind. Und das ist der Fall in dieser Gruppe der Tempelorden. Und dazu, ich bin auch froh, dass diese Leute einander helfen, auch nicht nur uns helfen. Und so bin ich da in Wettin, das ist ein bisschen Zentrum der Templer. Und ich bin froh, dass ich zum ersten Mal hier komme und ich sehe diese schöne Kirche und die Kapelle. Und überhaupt, es gefällt mir, mit lieben Menschen zu sein. Zuerst erfolgt eine rituelle Waschung der Hände. Die müssen rein sein von Schuld. Da wird zuerst mit Erde aus dem Heiligen Land gewaschen. Dann mit Wasser, mit Geweihtem. Anschließend über der Kerze die Reinigung durchs Feuer. Meine Brüder, meine Schwestern, meine Damen, meine Herren, bitte erheben Sie sich. Seine Exzellenz, der Großprior von Deutschland, Werner Rindt, wird euch, meine Knappen, nun zum Ritter des Ordens schlagen. Kniet nieder. Danach bekommt man das Schwert aufgelegt und den Ritterschlag. Also das Schwert wird auf die linke Schulter, rechte Schulter und auf den Scheitel gelegt. Dann bekommt man einen Klaps
in den Nacken. Das ist der sogenannte Ritterschlag. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes schlage ich dich, lieber Michael, heute zum Ritter von Tempel zu Jerusalem, für heute und ewig. Lieber Wolfgang, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes schlage ich dich zum Ritter vom Tempel zu Jerusalem für heute und alle Zeit. Lieber Mike, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes schlage ich dich nun zum Ritter des Tempels von Jerusalem für heute und alle Zeit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Venuivo cavalieri di Templare di Jerusalem. Wir werden die modernen Regeln verlesen des Rittertums im Templerorden. Und anschließend erfolgt der Eid der Tempelritter. Gedenke daran, dass du allzeit im Kampf dem Bruder zur Seite stehst, der mit dir der gleichen Fahne folgt. Gehorche den Meistern, indem du in ihn Christus ehrst. Nur einer ist unser Meister, Christus. Wir sind aber alle Brüder. Fühle dich für deinen Mitbruder verantwortlich, denn Gott wird auch dich einmal fragen, merci. Wo ist dein Bruder? Setz dich stets ritterlich für die Schwachen und Kranken, sonderlich für die Frauen und Kinder, Witwen und Waisen ein. Vor Gott, dem Allmächtigen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, vor der heiligsten Jungfrau Maria, Patronin unseres Ordens, vor unserem glückseligen Vater, Bernhard, am Abt von Clairvaux und vor allen anwesenden Brüdern und Schwestern, gelobe ich feierlich, meine ganze Kraft einzusetzen, um als christlicher Ordensritter nach den Geboten des heiligen Evangeliums zu leben, den christlichen Glauben und die Kirche zu verteidigen und Ungerechtigkeit in allen Formen zu bekämpfen, und den Schwachen und den Armen, den Kranken und Verlassenen beizustehen. Ich gelobe feierlich, die Regeln und Statuten des Ordens gehorsam zu beachten, sowie Hilfe für den bedrängten Christen im Heiligen Land. Ich verpflichte mich auf ewig, den Geist, den Idealen und den Zielen des Ordens treu zu bleiben. Die heiligste Jungfrau und unser Herr Jesus Christus möge mir helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Ich schwöre dies auf das Kreuz des Ordens. Im Namen Gottes und unserer lieben Frau Maria, Patronin unseres Ordens und unserer Templerkapelle in Wettin, München, im Namen des heiligen Bernhard und aller Brüder und Schwestern des Tempels, nehmen wir euch auch zu allen guten Werken des Ordens, die von Anfang an verrichtet sind und bis heute noch verrichtet werden. Desgleichen nehmt ihr uns auf in allen guten Werken, die ihr verrichtet habt und noch verrichten werdet. Wir versprechen euch Brot und Salz und die Kleidung des Ordens und Arbeit in Höhe und Fülle. Empfanget nun, wie unsere Ordensgründer vor 892 Jahren aus den Händen unseres Patriarchen Gregorius, Patriarch von Antiochie und dem ganzen Osten, von Alexandrien und von Jerusalem, das Kreuz des Ordens, Zeichen der Erlösung und der Nächstenliebe, und versprecht ihm Schutz und Beistand, den Christen im Heiligen Land.
Sie haben alle sehr nett und sehr lieb und sehr treu einen besonderen Segen von mir gewollt, Mann und Frau oder allein, damit sie ihren Weg besser gehen können. Und ich war sehr also betroffen von dieser inneren Frömmigkeit, die sie hatten. Und ich wünsche allen, ihr Familien, ihr Geschäft, ihre Arbeit viel Erfolg und dass diese Einnahme in dem Orden für sie ein Segen wird und dass sie auch mehr Kraft holen für den Glauben. Heutzutage, was fehlt in die Welt, ist die Präsenz Gottes in die Welt. Und durch diese neue Ritter, ich sehe, dass sie wirklich innerlich dabei sind und nicht nur Mantel und Kreuz, sondern sie sind innerlich dabei und das wird sicher auch ein Segen sein für ihre Arbeit, für ihr Engagement im Leben der Gemeinden, dass sie Neues, was Neues bringen in die Gemeinde. Das ist mein Wunsch für sie. Hier, wir haben heute extra gesprochen über die Probleme des Nahen Ostens, über den Krieg, den Chaos, die Flüchtlinge, den Leid der Menschen und so. Ich wünsche, dass Europa, Deutschland sich mehr engagiert für den Frieden und nicht Waffen. Krieg ist nicht die Zukunft der Welt. Die Zukunft der Welt ist Frieden, Liebe, Glauben, Hoffnung, zueinanderstehen, Solidarität. Das ist die Zukunft der Welt. Deshalb, wir hoffen, dass Europa sich vereinigt für mehr Frieden im Nahen Osten. Ohne Lösung des Problems, einmal Israel-Palästina-Konflikts und Lösung des Problems, Krise in Syrien, wird Europa auch gefährdet. Um Frieden zu schaffen für Europa, die hat 50 Jahre hinter sich, Zweiter Weltkrieg, und 100 Jahre an der Kriege. Wenn Europa in Frieden leben möchte, möge Europa den Nahen Osten Frieden schenken. Unser Frieden vom Nahen Osten, von Jerusalem, ist die Zukunft des Friedens für die ganze Welt. Friede möge immer hier wehren, bleiben für Deutschland und möge auch Deutschland Beitrag bringen für den Frieden, besonders im Heiligen Land zwischen Israel und Palästinenser. Möge Deutschland mehr und bessere Rolle und wichtige Rolle spielen können. Dankeschön.